Hallöchen bei Let's Play DayZ. Die Newtown Homies sind wieder alle am Start hier. Alle außer Julian. Und wir sitzen hier noch am schönen Feuer. Allerdings, der Julian, der ist nicht mehr dabei. Der musste AFK, der hatte noch was zu tun. Und wir werden jetzt zu dritt hier weiterreisen. Wieder Richtung Tscherno zurück. Mehr oder weniger. Wir haben ja letztens bloß den Julian abgeholt. Und da werden wir dort mal eine kleine Loot-Party machen. Und Loot-Party. Loot-Party. Genau. Und Party. Jo. So, ich würde sagen, jo. Wir starten dann mal, oder? Willst du das Feuer ausmachen? Das geht ja. Ja, da muss man nur das Holz rausnehmen. Ah, lass doch brennen. Wir hätten noch ein paar Rauchzeichen machen können. Für die einheimischen Indianer. Das Coole ist ja sogar, dass man das dann nachher wieder mitnehmen kann. Ja. Das ist eine gute Sache. Lass uns einfach. Ich würde auch immer nach, wenn ich ein Feuer gemacht habe, nehme ich auch immer nachher die verkohlten Äste wieder mit. Ja, wie beim Kühlen. Ist ja ganz normal. Total normal. So, machen wir los. Machen wir los. So, machen wir das. Mal hier. Ja, einen halben Wald weggerodet hier. Naja. Die schönen Bürgen. Was kannst du denn machen? Was sagen denn die Naturschützer dazu? Gibt's hier keine. Klar, die sind alle, sie haben sich alle in Zombies verwandelt. Die lauern dann nachts auf im Wald. Mhm. Und dann wollen sie ihre Bäume zurückhaben. Ganz dann verdonnern sie sich dazu, dass du neue pflanzen musst. Ey, das müsste es noch geben bei DayZ, dass man dann auch wieder irgendwelche Setzlinge ziehen kann, wo man. Wer ist das? Achso. Ey, das sah gerade aus. Wie bei Minecraft, nicht? Ja, die Setzlinge, wo man dann wieder neue anpflanzen kann. Aber noch besser als Bäume anpflanzen wäre, wenn man hier Marihuana pflanzen könnte. Und dann machen wir so eine Party wie bei Far Cry 3. Genau. Far Cry 3, episch. Und, was ich mal eben, wenn wir gerade bei dem Thema sind, was ich mal ansprechen möchte. Far Cry 4 ist ja auf dem Weg. Das kommt dann im November raus und das werden wir auf jeden Fall zocken, denke ich. Oder? Ja. Das wird richtig geil und das ist jetzt auch endlich wieder... Mit der CryEngine, also eine Hammer-Grafik wird das haben, denke ich. Oh ja. Genau, um vorauszusagen, der gute Elvi, also der Tim, der wird das Spiel als erster von uns haben und da auch die Story durchspielen. Ja, genau. Vielleicht dann ein schönes Gameplay machen. Genau. Dann werden wir zusammen Multiplayer antreten, oder? Na, wir werden es leider jetzt noch nicht so schnell kriegen, wahrscheinlich. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal gucken. So, ist in der Scheune hier eigentlich noch was Schönes? Nee, wir sind da vorhin schon lang, ne? Ah ja, stimmt. Also ich nicht so, aber... Deswegen kann ja hier nicht mehr viel sein. Wieder alles durchgelootet hier. So, ich aber ich... bei den Hochhäusern waren wir ja eigentlich, oder? Wollen wir gleich runter in Tscherno mal ein bisschen durchgehen? Ich würde sagen, wir gehen gleich durch. Achso, warte mal, ich möchte erst noch mal was trinken. Und was man auch zeigen kann... Bei dem Update sind jetzt die Animationen fürs Wasser trinken auch erneuert worden. Also das sieht jetzt richtig gut aus. Wie als würde man wirklich hier Wasser trinken. Allerdings ist in den Händen noch kein Wasser. Also ich tue mir gerade die trockenen Handschuhe in den Mund schieben. Boah, war das ein Doppelschuss? Boah. Krass. Das heißt ja auch Blaze, Double Rifle. Oh ja. Ja, stimmt. Es war ein Doppelschuss. Aber man schießt eigentlich nur eins, oder? Naja, das war meine Maus. Achso. Macken gehabt. Übelst durchlöchert. Oh, das Zombie jetzt, hängt, jetzt bin der grün. Zombie hängt sehr irgendwie schön. Voll in der Luft. Magic. Wissen. So. Ja, den habe ich gleich so fest geschossen, festgetackert. Ey, pass mal auf. Der hat hier. Guck mal, was der anhat. Solche Strapsen. Also so solche Netzstrümpfe. Oh la la, Hansche. Was du wieder anlockst hier. Meine Güte. Na gut, machen wir weiter, würde ich sagen. Sag mal. Machen wir mal folgendes. Der Pipsi-Mann ist wohl wieder am Start. Ja, ich brauche nichts zu trinken, mir ist ja genug im Wasser. Ich will mal was gucken, warte mal. Irgendwie wär's gerade nicht. Also so stapeln können, also das, wie letztens, dass das so gestapelt war. Ja, aber. Das kann nur der Hochstapler Julian. Ja, der ist ja nicht da. Ach nee, warum habe ich das jetzt rausgenommen? Jetzt kann ich es nicht mehr reinnehmen, der Server lädt. Ja, der leckt gerade wirklich. Was ist denn mit dem Zombie eigentlich passiert? Hä, ist der Zombie gerade gestorben?
Hey, du sagst, das ist mein Zeug. Hä, wo ist der Zombie hin? Hä, der ist doch wieder da hinten. Das war der übelste Lag gerade. Ey Leute, ich kann ihn nicht mehr einholen. Jetzt ist er schon. Der Server. Der Server ist gerade komisch drauf. Basti, du hast nur mal zu trinken weggenommen, du Sack. Ja, hier ist doch genug am Wasser. Machst du? Sehr schön. Ich hab da schon ein bisschen geübt. Hast Erfahrung, ne? Immer. Gut, mach mal los. Scharfen Sachen. Ja, Erfahrung mit scharfen Sachen. Oh. Ich würd sagen, wir gehen erstmal unten in der Stadt looten. Noch, oder? Genau, so machen wir das. Also gehen wir Richtung Küste erstmal. Ja, oder hier auf den Schienen, oder? Oder hier zwischen Schienen und also in diesen Wald, durch dieses Waldstück da vorne. Genau. Er kann ja sogar beim Schnelllaufen laden. Das ist ja cool. Ja, das ging aber vorher auch schon. Oder im Update. Es sind allerdings einige drauf, also wir müssen uns ein bisschen in Acht nehmen. Naja, es ist gefüllter als sonst. Naja, gut, es geht. 20 sind es ungefähr, glaube ich. Naja, nur ungefähr 20 Stück. 17, 18, 20. 20 Kollegen. Kollegen. Mit Kollegas, oder wie? Nee, es sind bloß Kollegen. So, einmal über die Straße. Und immer schön links und rechts gucken, ob ein Auto kommt, ne? Ja. Nicht vergessen. Bei Rot kannst du nämlich einfach überrollt von den ganzen Autos, die hier kommen. Bei Grün kannst du gehen, bei Rot musst du stehen, ne? Ah, ja. So, ich dachte andersrum. Oder das andere Prinzip, ne? Dein Prinzip. Ich hab immer Vorfahrt. Das geht natürlich auch. Ja. Aber nur im Ausnahmefall. So, Leute, ich mache jetzt mal hier einen Probeschuss. Warum wackelt denn der so komisch? Wartet mal, ich möchte den. Alter, was ist da los? Der wackelt ja total. Der wackelt total. Das ist ja doof. Wow. Darfst du Zielübung, Zielschießen machen? Hey Leute, treffe ich erneut bin... noch? Was? Boah, was? Ich bin irgendwie gerade schlecht. Sorry. Ich erschossen. Komm, wir gehen mal weiter in das Waldstück, sonst ist. Ich hab schon aufgepasst. Wir schießen ja hier jetzt alles. Oh, ich muss mal nachladen. Das wär's gewesen, wenn du mich jetzt erschossen hättest. Ich hab nur noch 40 Schuss, du. So, wartet mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen von einem guten Kumpel, den wir wahrscheinlich auch hier antreffen werden, aber der leider nicht im Speak mit dabei ist. Also, den hören wir nicht mit. Das haben wir ja letzte Folge auch schon angekündigt. Genau, haben wir angesprochen. Den treffen wir jetzt in Tscherno, oder? Da wird bei mir, weil ich mal kurz mit dem schreiben muss, mal kurz Standbild sein. Ja, wir können mal kurz wir machen mal einen kurzen Schnitt. Ja, genau. Und wenn wir wieder da sind, dann wird er vielleicht auch mit dabei sein. Also, bis gleich. Ja, no, okay. Gudi, tschüss. Bis gleich. Hey, wir sind wieder dabei und haben den Blick gerichtet Richtung Tscherno, denn da wollen wir jetzt hin. Ja, das war jetzt ein kleines Missverständnis. Unser Kumpel, der kommt jetzt doch nicht. Der hatte sich ein bisschen verguckt. Der war doch nicht in der Nähe von Tscherno, sondern ganz oben in so einer anderen Stadt. Und ja, machen wir jetzt erstmal alleine weiter. An dem Airfield, was dort oben war, irgendwo. Ja, und da an dieser Stadt. Das sieht ein bisschen ähnlich aus. Aber ihr hört schon die Schüsse, oder? Also ich höre nichts gerade. Ich auch nicht. Ich höre hier M4-Schüsse. Echt? Also, das kann auch sein. Ich hatte das von uns auch mal gehört. Das ist, wenn, wie so, als würde so ein Vogel flattern. Kann das sein? Ja. Ja, das ist nicht M4. Das ist irgendein anderes Geräusch. Also kein Schussgeräusch auf jeden Fall. Das ist irgendwie neu, so ein Soundgeräusch aus dem Wald oder so. Keine Ahnung. Aber trotzdem sollten wir auf der Hut bleiben. Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich so danach, ne? Nee, ich hatte das aber vorhin schon dreimal und da war nichts. Also. Der Kran ist auch cool. Aber ich gehe lieber nicht hoch. Ich stoß mal bloß runter. Ja, Julian wäre hochgegangen, da könnte ich wetten. Ja, das ist eben ein das ist eben ein Adrenalin-Junkie. Er braucht den Kick. So, gibt's hier denn was Feines? Nee. Wollen wir hochgehen oder nicht? In der Baustelle. Ah, lieb.
Lieber nicht. Er hat getrunken. Das war ein Bug, glaube ich. Ne, dann gehen wir mal weiter hier. Jungs, wo zusammenbleiben. Bist du? Oh, was liegt da? Eine Hacke. Wie braucht man denn? Ich wirklich. Kommt ihr? Hm. Sollte ein bisschen ja, zusammen sein. Feuerachs. Wo bist du? Am Ausgang von dem. So. Wollten wir nicht hochgehen? Nee, ne? Nee. Warte mal, ich tu mal mein Magazin laden, bevor ich. Ja. Bei mir in Tscherno sind. Da ist zwar noch 12 Schuss drin von 15, aber. Sehr schlau. Sicher ist sicher. Hallo? Naja, ich bin noch da. Okay. Sorry, liebe Zuschauer, ich hatte gerade ein kleines Problem mit meinem Speak. Tut mir leid. Herr Trick ist aber auch noch dabei, oder? Ja, ja, ich bin da. Ja. Gut, Wir sollten ein bisschen koordiniert vorgehen, nicht alle so auf einem Haufen sichtbar für alle Mann. Das stimmt schon. Wollen wir das nicht? Das große Haus da links? Voll, ja. Das nehmen wir mal unter der Lupe. Das große hier. Ja. Gut. Ich laufe jetzt mal kurz. Ja, wäre sinnvoll hier. Wenn, dann würde uns sowieso jeder sehen. Und wenn wir da noch stehen und langsam laufen, dann würde uns jeder. Treffen. Habt ihr auch rote Kette? Nein. Ja, ich hab rote. Zombie. Lauft geduckt. Dann kommt er vielleicht nicht erst her. Zu spät. Doch. Axt. Ja, nicht schießen. Macht nimm mal jemand die Axt. Bitte. Ich hab eine ruinierte Axt. Das gibt ich hab eine. Ich hab eine. Ich kann's auch machen, theoretisch. Ich hab. Na gut. Schön auf den Schädel zimmern. Ja. Das wäre schön. Voll vorbeigelaufen. Sehr fein. Das war echt große Schule. Das war Patrick. Patrick Star, weißt du? Ey, was ist das denn? Grüne Farbe. Grüne Farbe, das ist was Neues. Das würde ich gerne nehmen. Add Green. Obwohl, darf ich? Oder wir machen ja, Alter. Ich hab die Camouflage, Mosin. Hammer. Guckt euch das Ding an. Oh, geil. Zeig ich mal her. Cool. Oh ja. Die sieht gut aus. Ey, wir machen unsere Waffen jetzt einfach alle mal grün. Die sieht richtig gut aus. Hast du vorher schwarz gepaintet? Nur, die muss vorher schwarz sein und dann kannst du die grüne Farbe adden. Und dann wird die nämlich Camouflage stehen. Zombie, Achtung. Wenn wir geduckt laufen, kommt er vielleicht nicht erst. Leute, hier liegt noch ein geiles Rider Jacket. Ja, die ist übrigens auch neu. Kann man mal zeigen, wenn man hier so sieht. Ich hab sie an, aber. Ja. Ich werde die mal wechseln. Ja, sehr schön. So, das ist ein Krankenhaus hier, oder? Ja, das ist ein Krankenhaus. Also ja. Hier oben scheint keiner zu sein. Was? Auf dem engen Raum nehme ich mal die Schrot hier. Ich habe ja auch eine Schrot. Obwohl das ein bisschen doof ist, wenn man durch die Wände glitscht und Glitches nutzt, um. Nee, das ist Gegner keine Fall. Zu entdecken, ja, das ist nicht ganz so schön eigentlich. Aber ist immer irgendwie. Erstmal zwei Spitzhacken. In der Luft. Wert. Weapon Cleaning Kit. Soll ich schon mal hochgehen? Ganz hoch? Jo, jetzt meine Waffe gereinigt. So, hier ist noch. Boah, hier sind zwei. Das sieht ja lustig aus. Mist. Was? Ich hab vergessen aufzunehmen. Zu aufzunehmen. Scheiße. Hey Leute, wir sind wieder dabei. Und wir sind schon mal Richtung Tscherno gegangen. Mehr oder weniger, aber es ist gerade ein kleines Problem passiert. Ich habe vergessen aufzunehmen, gerade auf Aufnahme zu drücken. Aber das könnt ihr beim Patrick sehen, das Stückchen, was jetzt gerade gefehlt hat. Genau. Ja, einfach dort mal reingucken. Und ja, nochmal kurz erklären, unseren Kumpanen werden wir jetzt nicht mehr treffen. War ein kleines Problem gewesen. Der war doch nicht in Tscherno, sondern in ganz oben da. Und das hat es bloß verwechselt. Also, wir machen jetzt zu dritt weiter hier. So, gehen wir jetzt genau. Weiter nach Tscherno rein? Ja, ich würde sagen, los. Da müssen wir noch ein bisschen was schaffen. Ach, soll ich mal? Ja, mach. Was? Ey, der lebt noch. Tja, die Pistole kann mehr ausrichten als so eine Schrotflinte. Ich stand direkt davor.
Was ist das denn, bitteschön? Basti, du kannst die Schrott gerne haben, wenn du willst. Die ist ja scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. Ich stand direkt davor. Die abgeschnittene ist irgendwie nicht ganz so. Ja, aber das ist doch sinnvoll. Also überhaupt nicht sinnvoll. Warum? Warum? Warum einfach nur? Naja, egal. Ganz schön sinnlos. Gehen wir dort hinten in diese Halle? Welche? Die da hinten. Ja. Hey, was machst du? Wir gehen hier in das Haus gleich daneben. Ja, in die ja, vielleicht. Wie man auch sehen kann, auf meinem Rücken gerade, ich habe meine Mosin jetzt Camouflage gefärbt. Sieht richtig geil aus, passt zu meiner Hose. Also man muss einfach die erst schwarz färben und dann muss man grüne Farbe adden. Dann geht das. Hier liegt noch irgendwas. Was? Hier liegen noch Pfeile. 4 Stück. Nehme ich mal mit. Gute Wahl. Für die Armbrust. Mit der man dann zum Beispiel ein Wildschwein mal erlegen könnte. Nach dem Patch jetzt. Hallo? Leute? Patrick? Ich glaube, der ist aus Skype rausgeflogen. Okay, liebe Zuschauer, machen wir mal einen kurzen Schnitt. Wir müssen mal gucken, was mit dem Patrick auf einmal los ist. Ist gleich wieder da. So, meine guten Leute. Wir sind wieder da. Es gab ein kleines Problem mit meiner Kommunikation. Ich bin einfach aus dem Speak rausgeflogen. Ja. Und rausgekickt worden, geschmissen, keine Ahnung. Passiert ja, mal. Wieder hingekriegt. Passiert, genau. Problem war ja schnell gelöst eigentlich. Oh, na wohl, nee, ich behalte den Cowboy-Hut. Will jemand so einen übelst geilen Hut da im Schrank? Ja, gab im Schrank. Wer hat da gerade gesprochen? Basti, geh mal bitte von der Taste runter. Sorry. Hier liegt noch eine Ushanka. Wie man es nennen würde. Ushanka. Ja, so heißt die Mütze. So, wir sind jetzt. In der Polizeistation ist niemand. Wollen wir mal hier die Hochhäuser, also diese Mehrfamilienhäuser unter die Lupe nehmen? Gibt's bestimmt schön zu essen. Also, ich habe nämlich nichts mehr zu essen. Okay. Hier ist dieses Gasding. Hier ist ein Schrott-Snap-Loader. Nee, sinnlos. Ich habe nur. Also, die Schrott ist sowas von schlecht, wie man vor uns gesehen hat. Ich stand direkt davor. Und nix passiert. Hey, geht jetzt eigentlich schon der Brenner? Der auch für den Ofen? Ja. Hast du den Brenner gefunden? Weil ich habe nämlich den Gas dafür. Ich habe auch das Gas dafür. Ich habe den gerade gefunden. Oh, dann brauchen wir noch einen Kochtopf. Da brauchen wir noch einen Kochtopf vorher. Oder eine Pfanne. Ich habe das Gas gefunden, jedenfalls. Aber es ist stimmt, man kann ja auch hier Gemüse und sowas kochen. Mhm. Kann man sich ein schönes Ratatouille machen. Genau, so, wir sind jetzt hin. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Ja, am besten geduckt laufen ein bisschen. Ja, wir laufen die ganze Zeit schon geduckt. Vor allen Dingen, wenn ich geduckt laufe, steht trotzdem die ganze Zeit meine Antenne hier in die Luft. Die wird euch noch das Auge ausschließen hier. Lange Stiel. Gehen wir dann ein Stück vor zur Polizeistation. Wir sollten etwas am Rand laufen. Vielleicht gibt es ja noch eine schöne Waffe. Wir können ja mal in das. Hier ist das Restaurant, da können wir noch reingehen. Da gibt es so gute Sachen immer. Machen wir das. Erstmal ein Bierchen. Ja. Im Restaurant. Ach, wenn du was zu trinken brauchst. Kneipe. Könnt ihr mich gern fragen. Ja, ich habe genug. Ich habe nämlich echt genug zu trinken. Hier drüben ist ein Einkaufsladen. Auf der Toilette gibt es eine Kiwi. Oh. Kiwi, die ist pristin. Sehr schön. Coole Sache. Ja, bestes Klima dort. Die ist dort gewachsen. Aus dem Klobaum geile raus. Geile Sache. Manchmal. Ach übrigens, wenn wir was zum Kochen dann brauchen. Ich habe jetzt eine Pepper. Also eine Paprika. Die haben Autos hinzugefügt irgendwie. Also Autos, die das letzte Mal nicht waren. Und wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das sieht man übrigens, jetzt nochmal an die Zuschauer. Das sieht man in der Special-Folge. Mhm. Die der Landvogt raushauen wird. Wir gehen dann gleich nochmal zu dem Punkt, denn da drüben sehe ich ein Auto. Das war nämlich in der Special-Folge nämlich noch nicht da. Und wir waren genau in demselben Punkt. Krass. Da müssen wir dann unbedingt nochmal hingehen. Mach mal gleich. Denn das ist. Tu mal kurz hier nur scheint das. Langsam wahrscheinlich mit dem nächsten Update, was rauskommt, neben dem nächsten großen. Ja, das wird jetzt aber noch. Schon ja, mit den Fahrzeugen. Den dann, ne? Genau. Allerdings wird das noch eine Weile auf sich warten lassen.
weil ist ja gerade erst das Update und. Genau, ne, das kann das klar. Sind schwer am Arbeiten, aber. Hier ist irgendwie gar nichts. Das dauert schon noch ein bisschen. Ach, das Auto dort, meinst du? Neben dem Hochhaus? Genau. Genau. Ja, das. Also Leute, ich meine. Wir wollten eigentlich noch in die Scheune oder in die Lagerhalle da unten. Warte mal ganz kurz, wo bist denn du? Ich meine das hier drüben. Ja, und das, was dort hinten ist. Das Rote. Ah, dort seid ihr. Boah, lauf mal nicht so offen, das ist direkt der Marktplatz, Leute. Das muss ja nicht sein. Ja, ich weiß. Der läuft. Du läufst richtig, muss ich sagen. Ja, zu der Scheune wolltest du ja eigentlich. Ja, genau. Ja, hier drüben ist noch. Da gehe ich jetzt aber nochmal rein. Aber man muss sagen, es ist kein Spieler in Sicht. Obwohl... Eine ganz kurze Frage. Oh, oder das ist auch was rappelt voll, aber kein Spieler in Sicht. Aber meine Pause machen jetzt, so eine Folgenpause, jo, weil ich glaube, ja die machen. Folge geht jetzt echt sehr lang. Oh, hier ist so eine Flair. Ja, würde ich sagen, dann kommt mal alle hier in den Raum rein und dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Genau. Jetzt haben wir wieder Probleme sonst. So. Gut. Kasse ausrauben und dann geht's los. Genau. Ja. Oh, was war das? Also machen wir das. Okay. Dann. Gut. War eine kleine Loot-Session. Wieder mal hier. Kleine entspannte Loot-Session. Ja. In der nächsten Episode geht's dann weiter durch Tscherno. Stehe hier auf dem Regal drauf. Geil. Cool. Und da unten liegen zwei Sicheln. Auch cool. Genau. Okay, Chris. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play DayZ. Ja, genau. Leute, haut rein. Tschüss. Ciao.